Wir starten heute mal eine kleine Runde Soccer Manager 2022. Muss mal eben noch gucken, dass ich noch die eine oder andere Sache eben kurz einstelle. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir probieren heute mal was aus, und zwar, wie kann ich mit einem etwas kleineren Verein aus der dritten Liga erstmal so ein bisschen Geld verdienen, den Verein so ein bisschen stabilisieren, dass ich nicht direkt absteige oder dass ich auch so ein bisschen Erfolg habe. Also so ein bisschen einen kleinen Verein aufbauen. Das probieren wir jetzt mal. Mal schauen, ob da irgendwas sich tut, ob das funktioniert. So, ich starte einfach mal eine neue Karriere. Also ich habe hier das, wie heißt es hier? Dieses Player Pack runtergeladen. Wir starten mal eine neue Karriere, und ich möchte gerne auf jeden Fall in Europa, und zwar in der dritten Liga. Hier ist es so ein bisschen die Frage, was nehmen wir für einen Verein? Man muss hier so ein bisschen gucken. Also klar, Lautern mit so einem großen Stadion ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber ist vielleicht schon ein bisschen, na, wir wollen ja ein bisschen was aufbauen. Wir wollen ja was Langfristiges mal versuchen aufzubauen. Zumindest die ersten Tipps zu geben, wie kann ich was Langfristiges aufbauen. Ich habe mal ganz kurz mich vorher informiert. Also mir würde persönlich eigentlich ganz gut Viktoria Köln gefallen. Und zwar folgendermaßen: Die haben ein gewisses Stadion, ist schon da mit 12.000 Zuschauern, ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Das Budget ist nicht wirklich viel, das ist sehr eher recht wenig. Aber hier wird auch zumindest in der ersten Saison erwartet, dass wir eher in der Mitte der Tabelle landen, also mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Und das wird wahrscheinlich auch eher so das grobe Ziel sein. Erstmal ein finanzielles Grundgerüst aufbauen. Deswegen habe ich mich jetzt hier für dieses Video mal für Viktoria Köln entschieden. Wir probieren das einfach mal aus. Wir starten einfach mal Viktoria Köln. Wir schauen mal, was passiert. So, da kann ich nicht. Ich habe ja nur einen Spielstand. Ich habe mit Kaiserslautern zuletzt probiert, aber den überschreibe ich jetzt. Probieren wir es einfach mal aus, was passiert. Ich muss jetzt mal gucken, ob die Musik noch an ist. Dann müsste ich die mal ausmachen. Na, anscheinend nicht. So, ich habe jetzt hier diese tägliche Anmeldung. Ihr seht, im April habe ich noch nicht wirklich viel gespielt. Dann nehmen wir die Belohnung trotzdem mal mit. So, das sind natürlich auch ganz klar Sachen hier. Tägliche Belohnung, tägliche Anmeldung, ne? Also das sind Sachen, wo ich mit einem kleinen Verein auch Geld verdienen kann. Direkt nächstes Thema ist hier dieses kostenlose Paket. Alle 4 Stunden kann ich das öffnen. Bekomme ich entweder Geld oder ich bekomme. Ich klicke das erstmal weg hier. Na, das war eins natürlich daneben. Absolut auf Steam gelandet. Abbrechen. So, das ist mal weg hier. Man sieht doch schon, was passieren kann. So. Und zwar habe ich jetzt, ich kann hier oben, also ich kann Geld bekommen über diese kostenlosen Pakete, ne, also mein Bargeld für den Verein. Ich kann hier diese Booster Packs bekommen oder ich kann hier diese Münzen bekommen. Also alles kann ich nachher irgendwo einsetzen. So, machen wir uns erstmal einen ersten groben Überblick über Viktoria Köln. Wie gesagt, Stadion waren 12.000 Zuschauer. Da kann ich natürlich, klar, ich kann hier investieren ins Stadion, aber ich schalte jetzt erstmal das Tutorial erstmal aus. Aber ich würde fast schon sagen, das ist eher zweitrangig. Also 12.000 ist schon ist was da. Wenn nachher ein bisschen Geld über ist, kann man gerne hier diese Ecken noch ausfüllen und ein bisschen ausbauen. Das wäre nicht so teuer, das wäre hier auf Level 2 ist es ja schon. Auf Level 3 zu kriegen, würde hier kosten 230.000 Euro. Euro soll es wahrscheinlich sein, genau, Euro. Ja, das sind, ja, sind eher Pfund, aber okay, na, das sind Euro. Ganz vertan. Eben schauen ist die Ecke, diese Ecke ist auch schon ausgebaut auf eine. Okay. Lassen wir das Stadion erstmal so ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht haben wir nachher noch Geld dafür. Wir schauen erstmal ganz kurz, wie sieht das hier aus mit einem Sponsor? Das ist als erstes wird mir hier mal vorgeschlagen. Was habe ich denn für ein Budget diese Saison? Ich kann jetzt hier, habe jetzt 4 verschiedene Verträge, kann ich mir aussuchen.
Der Unterschied ist erstmal ganz klar, diese ersten beiden sind nur für eine Saison und die anderen beiden sind für zwei Saisons direkt. Und dann der Unterschied ist hier, ich bekomme das pro Saison einen festen Betrag oder ich bekomme monatlich was. Genauso hier bei den zwei Saisons auch. Und unten ist ganz wichtig, dass man so sieht, was bekommt man denn insgesamt, was kann man insgesamt verdienen. Und dann ist natürlich die Frage, also eine Saison würde ich nehmen, wenn ich ganz klare Aufstiegsambitionen habe. Wenn ich sage, okay, die Saison bin ich reif für den Aufstieg, dann mache ich einen Vertrag für eine Saison und in der nächsten Saison bin ich eine Liga höher und kann dann ganz klar neue Konditionen annehmen, also bekomme definitiv mehr Geld. Da wir jetzt mit Viktoria Köln eher so mittelklassigen Verein in der dritten Liga genommen haben, gehe ich erstmal davon aus, dass ich diese erste Saison auf keinen Fall aufsteigen werde. Deswegen macht es eher Sinn, für 2 Jahre was zu nehmen. Dann habe ich nämlich insgesamt noch etwas mehr hier, was man sieht. Also es ist minimal etwas mehr. So, und jetzt kann man sagen, ich möchte das einmalig pro Saison einen festen Betrag haben. Oder ich möchte monatlich was haben, aber insgesamt, sieht er sofort, stehe ich mir mit den monatlichen Zahlungen besser als eine Einmalzahlung. Eine Einmalzahlung macht Sinn, wenn ich wirklich absolut im Minus stehe und kurz davor bin, meine Lizenz zu verlieren. Oder wenn ich jetzt ganz dringend Geld brauche, um das Stadion auszubauen, um neue Spieler zu kaufen, dann macht diese Einmalzahlung Sinn. Ansonsten bin ich immer eher für diese monatlichen Zahlungen, ob nun für eine Saison oder direkt für zwei, das müsst ihr selbst entscheiden. Habt ihr Aufstiegsambitionen? Ja, nein. Also ich werde jetzt erstmal die zwei Saisons monatlich bezahlen, unterschreiben hier. So, das gibt auch direkt ein bisschen Geld in die Kasse. Dann schaue ich mir direkt nochmal an, was wird hier zugewiesen. Training, Scoutzuweisen, Scouting-Bericht. Der Scouting-Bericht ist einfach nur, dass im Grunde der Scout sich irgendwelche Spiele angeschaut hat. Finde ich erstmal, ja, kann man sich anschauen, finde ich jetzt erstmal nicht so interessant. So, dann kann ich mir einen Scout zuweisen. Ich habe von Anfang an einen Scout, kann den zuweisen. Würde ich erstmal, also man kann das machen, man kann pauschal einen schicken, aber ich lasse das erstmal, weil ich habe da gleich eine andere Idee zu. Erkläre ich gleich mit dem Transfermarkt hier. So, dann habe ich Training, fange also direkt mit Training an. Wichtig ist also erstmal, wie groß ist denn überhaupt mein Trainingsplatz? Wie viele Spieler kann ich denn hier mitnehmen? Muss ich mir gleich mal anschauen, wie viele Spieler kann ich denn hier überhaupt trainieren? Also ich meine, in der Standardeinstellung kann ich 25 Spieler trainieren und kann dann den Trainingsplätze ausbauen, damit ich auch mit mehr Leuten trainieren kann. Das ist, im Moment ist das noch auf 25 Personen beschränkt. Da müsste ich also gleich mal gucken, wie viel habe ich überhaupt in meiner Mannschaft drin. So, beim Training, die Grundlagen, die werden immer trainiert. Das ist so, boah, wie so eine Art Warm-up und so ein paar Grundlagentraining. Dann kann man hier im Moment insgesamt drei Sachen hinzufügen. Ne, wichtig ist hier unten als Trainingsleiter kann ich auch Sachen hinzufügen. Das habe ich am Anfang selber auch persönlich immer vergessen, bis ich irgendwann gemerkt habe, auch hier unten kann ich auch nochmal zusätzlich trainieren. Weitere Trainingseinheiten kann ich hier planen, nachher, wenn ich meinen Trainingsplatz ausgebaut habe. Ich fange mal einfach an, hier oben mit dem ersten. Was bringt das? Was kann ich jetzt trainieren? Ich kann also insgesamt sechs verschiedene Sachen trainieren. Die kann ich nachher auch hier verteilen auf die anderen Sachen. Ich will mal ganz kurz erklären, so, was bringt das? Also Offensive ist ganz klar, ich trainiere ganz klar die Stürmer mehr als die Verteidiger. Offensives Mittelfeld natürlich auch mehr als defensives Mittelfeld. Das heißt, ich habe immer einen Fitnessgewinn, also das heißt, dass die nach dem Spiel ein bisschen Regeneration haben, aber ganz klar trainiere ich hier die Offensive. Bei der Verteidigung ganz klar trainiere ich meine Verteidiger, mein defensives Mittelfeld und dazu natürlich auch mein Torwart in einem gewissen Rahmen. Wenn ich wirklich mein Torwartspiel trainiere, trainiere ich wirklich zum Hauptteil meinen Torwart. Minimal noch ein Fitnessgewinn, aber ich trainiere wirklich den Torwart. Physis ist nicht zu verwechseln mit Fitness. Fitness ist wirklich, wenn ich nach dem Spiel platt bin, keine Energie mehr habe, dann kriege ich einen Fitnessgewinn. Die Physis wiederum ist meine Kondition im Endeffekt. Das heißt, wenn ich immer wieder Physis trainiere, wird mein Fitnessverlust pro Spiel nachher etwas weniger. Wenn ich also Leute habe, die sehr viel Kondition haben, haben die weniger Probleme mit Fitnessverlust.
So, Technik ist allgemein für die gesamte, das ist übrigens auch für die gesamte Mannschaft, genauso wie die Technik ist für die gesamte Mannschaft. Ich kann also hier die technischen Werte, sowas wie, was weiß ich, Schusskraft oder die technischen Fähigkeiten der Spieler verbessern. Taktisch ist auch ganz interessant, und zwar wie die Spieler miteinander harmonieren, also eine Teamchemie sozusagen. Ich kann also super Einzelspieler haben, wenn die miteinander nicht spielen können, dann bin ich da auch nicht erfolgreich. Gerade wenn ich neue Spieler reinhole oder jetzt gerade ganz am Anfang ist meistens auch die Teamchemie nicht so einwandfrei. Deswegen macht es auch Sinn, da schon mal Teamchemie oder die taktische Variante etwas zu trainieren. Ich fange jetzt einfach mal an. Jetzt, ich würde mal sagen, ich mache Folgendes, um einfach anzufangen. Ich trainiere einmal offensiv, dann trainiere ich einmal taktisch, damit die Leute sich so ein bisschen untereinander kennenlernen. Und ich selber als Trainingsleiter, ich habe schon ein paar extra Punkte verdient. Ich bin nämlich hier schon etwas höher vom Level, vom reinen Trainerlevel. Deswegen trainiere ich selber die Technik. Ja, das gibt hier einen höheren Technik, also einen Gewinn. Ja, man sieht hier, offensiv ist 5%, taktisch ist 5% und das, was ich als Trainingsleiter selber trainiere, das ist mittlerweile bei 20%, aber nur, weil ich auch schon eine gewisse Art, eine Anzahl an Spiele gewonnen habe, gespielt habe, Saisons gespielt habe. Und deswegen habe ich das mittlerweile hier auf 20%. Deswegen habe ich Technik auf 20% gesetzt. So, ich lasse die einfach mal trainieren, dann gucken wir mal, was passiert. Ich weiß noch gar nicht, was ich überhaupt für Spieler habe, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Aber wir lassen es erstmal trainieren. So, hier sieht man nach dem Trainingslevel, das sind die einzelnen Spieler. Hier sieht man sozusagen den Wert, den die im Moment haben. Also der niedrigste Wert ist 35 und der höchste Wert ist 99 maximal. Und jetzt zum Beispiel hier dieser Kevin Holzweiler, der ist bei 54,06. Der grüne Wert ist das, was er bisher hatte von 54, also 0,6. Und der ist jetzt, nee, der ist etwas höher gegangen jetzt durch diesen Gewinn hier, diesen etwas grauen Bereich. Der ist aber etwas hoch. Also man sieht, die Spieler sind alle gerade quasi ein Level oder fangen gerade ein neues Level an. Wenn der Balken hier voll ist, dann ist der Spieler dann auf 55. Genauso hier, wenn hier der Balken voll ist, ist der Spieler auf 61. Hier sieht man so diese Teamchemie, also diese, was wir ausgenommen haben, dieses taktische. Da ist natürlich auch umso höher, umso besser. 100 ist das Maximum. Hier sieht man zum Beispiel hier, er hat jetzt 4 Punkte dazu bekommen bei der Teamchemie. Hier diese auch, 3 Punkte. Er hat jetzt 0 bekommen. Er ist aber auch schon auf 94, also auch schon ziemlich hoch. Wenn die Spieler regelmäßig spielen, wenn die also sozusagen in der Stammelf sind, dann gehen diese pro Spiel automatisch ja auch höher. Da muss man die nicht zwingend trainieren. Aber gerade wenn Spieler verletzt sind, gehen die Werte runter. Wenn die Spieler selten spielen, also immer auf der Bank sitzen oder auf der Tribüne sitzen, gehen diese Werte pro Spieler runter. Oder natürlich ganz klar, wenn ich neue Spieler kaufe, dann fangen die auch erstmal mit einem etwas niedrigeren Wert an. So, und hier ist dann noch der Fitnesswert, das ist also wirklich, wie fit die gerade sind, wie müde sind die vom letzten Spiel. Die starten jetzt einfach hier am Anfang der Saison meistens mit 90%. Hier ist der auf 92, etwas drunter, das ist also ein bisschen. Hier sieht man hinten noch den Fitnessgewinn, den ich zusätzlich noch mit dabei habe. So, jetzt kann ich nochmal aussuchen, meine Reservemannschaft oder extra Jugendspieler, aber meiner Meinung nach reicht das hier vollkommen. Ich kann mir die Reservemannschaft vielleicht hin wieder mal anschauen, aber. Dann habe ich hier rechts nochmal einen kleinen Überblick. Wie viele Spieler von denen haben sich denn überhaupt verbessert? Vielleicht mal ganz kurz noch. Ich habe 27 Spieler insgesamt. 24, nicht so wie ich eben sagte, 25, sondern 24 kann ich am Anfang trainieren. 27 habe ich, deswegen habe ich eine 6%ige Strafe bekommen. Ja, also wenn ich hier im Grunde auf 24 Spieler jetzt so runtergehen könnte bis nächste Woche, dann habe ich keine Strafe mehr. Ich kann natürlich auch die Trainingsplätze erweitern, dann geht diese Zahl, diese 24 auch höher. Im Moment sehe ich, 15 Spieler haben sich jetzt durch dieses Training, was ich gerade gemacht habe, verbessert. Das sind diese hier. Dann habe ich insgesamt Spitzenspieler, die also sozusagen gerade auf ihrem Zenit sind, ihre Leistung. Das sind 7 Spieler. Die werden sich weder verbessern noch verschlechtern durch Training. Natürlich hier Chemie, Fitness, da werde ich die weiter verbessern können oder die können sich auch verschlechtern. Aber hier bei der Bewertung, bei der Punktzahl bleiben die gleich. Das sind die Spieler, die etwas weiter hier unten stehen. Sieht man jetzt gleich, da müssten jetzt hier sieht man die, hier sind noch die Grünen, ne, das sind die, die sich verbessert haben, und hier sind jetzt die Weißen, das sind die, die sozusagen auf ihrem Zenit stehen. Und hier ganz weiter unten sind noch ein paar Rote,
Das sind die Spieler, die eher auf dem absteigenden Ast sind, die also ihren Zenit überschritten haben und eher schlechter werden, die auf keinen Fall mehr besser werden, eher schlechter werden. Man sieht es auch so ein bisschen hier an den Balken, ne, die mit den grünen Balken oder mit den grünen Umrandungen, die kriegen noch so einen kleinen Balken hier und die weißen haben schon keinen Balken mehr und die unten, die roten, wenn man die so lässt, kann es sein, dass die irgendwann auch eine Stufe absteigen. Ne, also man muss gucken, langfristig gesehen, dass man, oder sagen wir mal so, mittelfristig, dass man diese hier los wird. Und langfristig, dass man diese los wird. Das sind die so ein bisschen die Zukunft haben, solange ich in einem unterklassigen Verein spiele oder eher auch im unteren Teil der Tabelle mich befinde. Wenn ich natürlich jetzt oben immer um die Meisterschaft mitspiele und Champions League immer in die End-, also ins Halbfinale oder sowas komme, dann macht es natürlich auch Sinn, dass ich eher Spieler habe, die auf ihrem Zenit sind, die also wirklich Spitzenspieler sind, die also auch sich nicht mehr verbessern. Weil irgendwann ist natürlich auch das Maximum einfach erreicht. Aber wenn ich eher was aufbauen möchte, macht es Sinn, diese Spieler mittelfristig hier auszusortieren, zu verkaufen oder gegebenenfalls den Vertrag aufzulösen, wenn die wirklich zu schlecht sind. Weil nur diese Spieler verbessern sich und die bringen dann irgendwann auch wieder vernünftige Ablösesummen. So, hier unten habe ich dann nochmal die Strafe und hier ganz unten habe ich noch verletzte Spieler, gibt es im Moment keine. Und ein Fitnessboost ist durch 9%, das ist einfach durch diese, was ich trainiert habe. Ich könnte theoretisch auch hier diese 50 Münzen investieren, um sofort nochmal zu trainieren. Ja, ich habe im Moment fast 900 Münzen. Kann man machen, aber ich finde, diese Münzen kann man nachher auch anders investieren. So viel erstmal grob zum Training. Ja, hier kann ich jetzt sofort meinen Trainingsplatz erweitern. Also hier kann ich mir übrigens auch die Übungen nochmal anschauen. Oder ich kann auch hier einfach die Trainingsberichte mir nochmal anschauen. Ich habe jetzt Folgendes, dass die Trainingsplätze kann ich erweitern von Level 0 bis auf Level 10. Kostet natürlich Geld. Hier sehe ich im Moment, ich habe im Moment drei Trainingsübungen pro Woche. Das sind diese 1, 2, 3. Die habe ich immer. Das kann ich auch nicht ändern. Die kann ich manuell ändern, also selber auswählen. Und das ist, weil ich halt vom Trainer her so ein bisschen ein höheres Level schon habe. Also das bedeutet hier drei Trainingseinheiten pro Woche oder Trainingsübungen. Und ich habe im Endeffekt drei Spieler zu viel. Dadurch kriege ich einen kleinen Malus oder eine kleine Strafe. So, ich kann das also jetzt hier erweitern, upgraden. Kostet mich 514.000, also fast eine halbe Million oder etwas mehr als eine halbe Million Euro. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Im Moment, das sehe ich hier oben, ich habe nicht ganz eine Million Euro. Und direkt eine halbe Million ausgeben für die Trainingsplätze, da kann man machen, sollte man aber erstmal zweimal nachdenken. Man muss gleich ein bisschen gucken, wie viel Geld habe ich, was kann ich ausgeben, was macht Sinn. Also generell ist der Trainingsplatz zu erhöhen, finde ich, eine Sache, die man sehr früh anfangen sollte, aber man sollte auf gar keinen Fall gucken, dass man hier zu schnell ins Minus rutscht. Sonst ist man nämlich auch ruckzuck entlassen von dem Verein, von dem man eigentlich was aufbauen möchte. So. Dann Trainingsberichte, genau. Wir gucken jetzt erstmal weiter, was denn hier noch vorgeschlagen wird. Scout zuweisen lasse ich mal weg, den lassen wir mal noch offen. Gucken wir gleich nochmal. Jetzt habe ich hier neben der Übersicht noch einen Posteingang. Hier bekomme ich im Grunde immer meine, wie eine Art E-Mails und kann darauf teilweise reagieren oder teilweise einfach nur die hinnehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel als allererstes, mein Präsident hat dafür gesorgt, dass Meißner einen kostenlosen Transfer unter Vertrag genommen werden konnte. Meißner ist jetzt einfach ein Spieler, da sieht man schon an der Stärke 35, das ist wirklich die unterste Stärke, das ist ein Torwart. Das bedeutet eigentlich, mein Kader war zu klein, dass mein Präsident kostenlos einfach ein paar Spieler hinzugenommen hat. Er hat einen Marktwert von 1.100 Euro, also eigentlich gar nichts. Ne, Alter 18, das ist einfach wie so eine Art Kaderfüller ist das. Also, ne, das hat der Präsident hier direkt mit mehreren gemacht. Auch der ist auf 35. Und auch der hier ist auf 35. Das ist, auch wenn ihr zu wenig Spieler habt, wird euer Präsident immer kostenlos mit solchen Spielern, mit so 35er Spielern, den Kader auffüllen. Ist generell okay. Ne, wenn ich zu wenig Spieler habe, gerade wenn ich dann zu wenig Spieler habe für die Bank oder auch zum Teil auch für die Tribüne, dann kann ich solche Kaderfüller nehmen. Das Schöne ist dabei,
Wenn dieser Spieler irgendwann mal sauer ist, weil er nicht spielt, dann verkaufe ich ihn halt oder verschenke ihn oder entlasse ihn einfach. Es kostet mich aber kein Geld. Der hat ein Gehalt von 55 € pro Woche. Das Gehalt ist hier übrigens pro Woche angegeben, nicht pro Monat. Also das ist im Grunde gar nichts. Ich kann die Spiele natürlich trotzdem verkaufen. Ich muss vielleicht erstmal gucken, was habe ich denn überhaupt hier. So, dann gehe ich mal weiter hier durch die Nachrichten. Ja, das ist DFB-Pokal, erste Runde gegen Wien Wiesbaden, auch Drittligist. Ja, wird sicher nicht einfach, aber ist zumindest theoretisch auch möglich. So, dann habe ich hier ein Gesamtbudget. Da habe ich meine Sponsoren, die mit gucken, das ist dazu Abonnenten, Abonnentenumsätze und 24.000 pro Woche TV-Umsätze. Also das ist das Fernsehgeld und das ist im Endeffekt mein Sponsorengeld. So, Ihre Berufung hat Investoren begeistert. Seit der Ankündigung wurde ein zusätzlicher Betrag von, ja, ich habe noch mal knapp 100.000 € dem Budget bekommen, weil ich jetzt sozusagen die Mannschaft übernommen habe und weil ich schon ein gewisses Level habe. So, ja, da heißt mich willkommen. Ja. Spielplan, das ist der Sponsoring-Vertrag. Und hier unten habe ich noch, das habe ich ganz vergessen. So, da habe ich einen Fritz, wird derzeit als Auswechselspieler angesehen. Er möchte, dass der Status von Spieler der ersten Mannschaft mit entsprechendem Spieleinsatz übereinstimmt. Ja, ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht, wer ist denn das jetzt überhaupt? Ja, das ist Stärke 50, also gar nicht so schlecht. Ja. Auf jeden Fall Verteidiger. Ist unzufrieden. Muss man sich gleich mal anschauen. Muss ich jetzt nicht sofort darauf reagieren. Ich gucke mir erstmal ganz kurz die Mannschaft an. So, das sind jetzt meine Spieler, die ich am Anfang habe. Ich habe insgesamt hier alleine schon vier Torwächter. Ich weiß nicht, was ich mit vier Torhütern soll. Also zwei absolut ganz normal. Einen dritten kann man haben, muss man nicht zwingend. Also zwei ist auf jeden Fall Pflicht. Sonst wird der Präsident automatisch wieder einen verpflichten. Einen dritten macht Sinn, muss aber nicht zwingend sein. Man kann auch lieber den Kader etwas kleiner halten. Mit zwei Torhütern kommt man auch ganz gut durch die Saison. Selbst wenn jetzt einer sich länger verletzt, dann wird der Präsident automatisch einen Ersatztorwart akquirieren, ne? Also kostenlos zur Verfügung stellen mit Stärke 35. Also ich bin eigentlich eher gerade jetzt am Anfang der Meinung, man kommt auch gut mit zwei Torhütern durch. Einen dritten kann man sich leisten, muss man aber nicht. So, dann sehe ich schon, ich habe sehr viele Verteidiger, weil die Roten sind alles Verteidiger oder defensive Mittelfeldleute. Ja, muss man gleich mal ein bisschen aussortieren. Dann habe ich hier die offensiven Mittelfeldleute, das sind diese in Blau und die hier unten, das sind Stürmer. So, das ist die Frage, wie gehe ich jetzt vor? Die sind jetzt nach Position sortiert. Ich kann mir natürlich auch einfach mal hier nach Stärke die sortieren lassen. Hier sehe ich zum Beispiel meinen Torwart, der hier, der ist direkt hier oben mit bei. So, es geht los eigentlich mit den richtigen Spielern mit 42. Und dann habe ich hier wirklich, ich kann es mal andersrum sortieren, ist vielleicht einfacher, bis Stärke 60. Das ist ja generell schon mal nicht schlecht. So, jetzt sehe ich aber direkt daneben das Potenzial. Und das Potenzial, das ist das, was wir vorhin beim Training schon gesehen haben. Die Leute, die den Pfeil nach unten haben, den roten Pfeil nach unten, das sind die, die eigentlich ihren Zenit schon überschritten haben. Die werden nur schlechter. Ja, 60 ist jetzt natürlich trotzdem ein guter Wert hier für die dritte Liga, aber der ist auch schon 30. Das Potenzial zeigt nach unten, der wird. Ja, also jetzt würde ich vielleicht noch Geld dafür kriegen. Wenn ich noch ein Jahr warte, habe ich noch einen ganz guten Spieler, aber in einem Jahr werde ich da wahrscheinlich noch nicht mal mehr die Hälfte für bekommen. Vermutlich. Ja, weil er eher sich verschlechtert als verbessert. Also der wird definitiv sich verschlechtern. Dann gibt es hier die mit dem Pfeil nach rechts. Das sind die Leute, die jetzt momentan auf ihrem Zenit sind. Die werden nicht mehr besser, die werden halt irgendwann schlechter, aber im Moment werden sie eher ihre Stärke halten. So, und dann gibt es hier Leute, die haben ein Potenzial. Das wird dann angezeigt, wie zum Beispiel der hat 60 Stärke, aber das Potenzial ist von 60 bis 60. Das heißt, der könnte noch steigen, muss aber nicht zwingend, weil das Potenzial 60 ist und der hat die Stärke schon von 60. Das heißt, ich kann jetzt auch zwei Spiele machen und dann kann er auf einmal auch diesen gelben Pfeil bekommen. Also dann ist es auf jeden Fall
Ganz plötzlich ist er dann auch stehen geblieben. Der kann aber theoretisch auch noch bis 66 steigen. Hier zum Beispiel bei dem hier ist ganz klar, der ist im Moment Stärke 56. Der hat ein Potenzial von mindestens 57. Das heißt, eine Stufe wird er mindestens auf jeden Fall steigen. Der kann sogar noch bis 70 hochgehen. Aber es kann auch sein, dass er bei 57 hier Schluss ist. Und da muss man so ein bisschen abwägen. Gut, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, ich sortiere erstmal so ein bisschen aus. Was ist denn hier vom Potenzial, wo ich sage, ich möchte ja was aufbauen. Ich möchte langfristig was aufbauen. Und ganz ehrlich, da helfen mir diese mit den roten Pfeilen meiner Meinung nach überhaupt nicht. Weil die werde ich jetzt, Stand jetzt, zu einem besseren Preis los, als wenn ich noch eine Saison warte. Es gibt wahrscheinlich auch, wird der ein oder andere, der Präsident bei dem einen oder anderen Spieler wird er blockieren. Aber das sehe ich dann. Das müssen wir ausprobieren. So. Ich würde erstmal, Torhüter habe ich insgesamt 4 Stück. Und ich sehe schon, achso, hier ist noch eine Info. Hier sehe ich, das sind Leihspieler. Das heißt, die habe ich von einem anderen Verein ausgeliehen. Interessiert jetzt erstmal am Anfang nicht ganz so viel, aber die kann ich halt nicht verkaufen. Ne, das sind halt Leihspieler. Ich habe sogar einige Leihspieler. Also ich habe eigentlich viel zu viele Leihspieler schon. Die kann ich natürlich auch versuchen nachher zu kaufen. Aber man muss mal schauen. So, ich würde jetzt ganz klar erstmal vorschlagen, ich habe hier einen Torwart, 31 Jahre. Ja, der ist nicht wirklich viel wert. Ich würde den eher hier diesen Rauhut verkaufen. Klicken wir den einfach mal an. Dann sehe ich nochmal das Infoblatt von dem Spieler. Ne, hier mit Foto, wenn es ein Foto gibt. Das ist die Stärke, Torwart. Hier ist der Marktwert. Torhüter steht noch mal. Das ist das Alter mit Geburtsdatum. Welchen Fuß, starker Fuß. Hier sehe ich, was der pro Woche verdient. Also der verdient jetzt in dem Sinne, ne, pro Woche ist es immer, 852,50 Euro verdient der pro Woche. Ist jetzt nicht so wirklich viel. Und der hat noch 5 Jahre Vertrag. Der ist schon 31 und noch 5 Jahresvertrag. Oh. Also ich würde jetzt ganz klar sagen, jetzt weg mit dem. Kann ich noch ein paar andere Werte von dem mir anschauen. Hier sieht man es auch noch mal ganz klar. Hat seinen Höhepunkt überschritten. Das heißt, der wird definitiv eher von der fallen. Der wird nicht mehr steigen, auf keinen Fall mehr steigen und eher fallen. Statistiken kann ich mir noch anschauen, einen Vertrag kann ich mir noch anschauen, nächster Spieler der ersten Mannschaft. Dann kann ich mir noch so ein paar Informationen zu dem holen. So, wichtig ist natürlich, der Marktwert, jetzt mit knapp 80.000, ist jetzt auch nicht so der Knaller, klar, der ist schon alt. Wenn jetzt jemand auf einen Spieler, also ein Verein auf einen Spieler bietet, der nicht auf der Transferliste steht, dann ist es eigentlich eher so, dass der Spieler über den Marktwert verkauft wird, meistens. Das kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie lange hat der Spieler noch Vertrag, wie lange ist noch die Vertragslaufzeit. Wenn ich den Spieler jetzt manuell auf die Transferliste setze, hier über den Punkt Aktionen, dann bin ich bereit, den Spieler zu verkaufen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Spieler unter dem Marktwert verkauft wird, sehr hoch. Das muss nicht sein, wenn er sehr von der Stärke sehr hoch ist, wenn das im Grunde ein begehrter Typ ist, dann kann natürlich auch der trotzdem über dem Markt verkauft werden. Aber wenn ich den manuell auf die Transferliste setze, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der unter dem Marktwert verkauft wird. Das muss man hier sozusagen wissen. Also der wird für unter 80.000 sehr wahrscheinlich weggehen. Ich kann natürlich auch genauso den Spieler in die Reservemannschaft verschieben, wenn ich der Meinung bin, der hat in der ersten Elf nichts verloren, aber der hat noch Potenzial, vielleicht für nächste Saison. Dann kann ich ihn verschieben. Macht bei einem 31-Jährigen jetzt vielleicht nicht so Sinn, aber okay. Ich kann ihn auf die Ausleihliste setzen. Ob jetzt ein 31-Jähriger jetzt unbedingt noch ausgeliehen werden will, naja. Ich kann ihn vergleichen mit anderen Spielern oder auch einen neuen Vertrag anbieten. Aber der hat ja noch 5 Jahre. Spieler freigeben bedeutet übrigens, ich möchte den sozusagen freistellen. Muss immer so ein Teil des Gehaltes als Abfindung zahlen oder ich glaube sogar das Gesamte. Nur mal schauen. Was ich jetzt auf jeden Fall möchte, ich möchte ihn auf die Transferliste setzen. So, und jetzt kommt nämlich mein Vorstandsvorsitzender, also im Grunde mein Präsident, ich mach's nochmal. Der erlaubt nicht, diesen Spieler auf die Transferliste zu setzen. Ja. Diese Blockade gibt es leider bei einigen Spielern. Manchmal dauern die ein halbes Jahr, manchmal eine Saison, manchmal auch noch länger. Im Grunde muss ich eigentlich erst irgendeinen Ersatz holen, bis dann der Vorstandsvorsitzende sagt, okay, gut, der kann weg.
Wobei es liegt wahrscheinlich hier eher an dem Vertrag, an dem 5-Jahres-Vertrag, den jetzt der eigentlich gerade unterschrieben hat, weil 5 Jahre ist eigentlich das Maximum, was man an Verträgen machen kann. Gut, schauen wir mal bei den anderen. Ich würde jetzt hier sagen, der hat sein Zenit, der ist auf seinem Zenit, der hat sein Zenit überschritten, hier dieser Bubala. Probieren wir es doch einfach mal mit dem mal, der ist auch 30 oder ist 30. Ob der sich denn verkaufen lässt, auch hier blockiert der Vorstandsvorsitzende. Wie lange hat der denn noch Vertrag? Der hat noch 2 Jahre Vertrag. Ne? Das ist jetzt nicht so wirklich viel. Ist jetzt aber auch ein Schlüsselspieler. Ne? Man muss mal schauen, ob man die anders dann los wird. Vielleicht später los wird. So, dann schaue ich mal weiter. Jetzt habe ich hier noch Marcel Risse. Der hat auch seinen Zenit überschritten. Schlüsselspieler, hat noch 3 Jahre. Ich vermute auch fast mal, den wird er auch nicht loslassen, weil es wahrscheinlich auch ein Schlüsselspieler ist. Dann versuchen wir es doch weiter mal mit dem Handle. Simon Handle. So, der ließ sich jetzt auf die Transferliste setzen. Das heißt, hier sieht man jetzt auch auf Transferliste. Das sieht man übrigens jetzt hier auch. Transferliste, das ist blau. Das heißt, dieser Spieler steht jetzt auf Transferliste und kann jetzt dann entsprechend Angebote bekommen. Der hat sogar noch einen Marktwert von 410.000. Also da könnte man sogar noch was für kriegen. So, dann schauen wir mal weiter hier unten. Den Thiele, den würde ich auch eher verkaufen. Timmy Thiele. Ich setze den auch mal auf die Transferliste. Also ich verkaufe die halt eher, weil die kein Potenzial mehr haben. Weil die vom Preis eher sinken als steigen. Das ist eher so die Maßnahme, die ich jetzt erstmal treffe. Ich guck mal, ob ich noch einen hier loswerden kann. Der heißt da. Ja, der ist auch mit. Der ist 24, ist noch jung, aber der hängt halt auch hier. Ist aber auch kein Schlüsselspieler in dem Sinne, weil der etwas schwächer ist mit 48 Stärke. Ne, sieht man hier so, ist ein Ergänzungsspieler. Ich vermute mal, den werde ich eher loswerden können. Ne, will er auch nicht. Okay. Mal schauen, ob wir noch einen loswerden können. Ja, vielleicht da noch. Ich guck mal ganz kurz. Ja. Wen könnten wir denn noch loswerden? Ja, vielleicht hier Koronetski. Den könnte man. Ja, okay. Ja, den könnten wir auch auf die Transferliste setzen. Ansonsten muss man mal ein bisschen schauen. Wen habe ich denn in der Reservemannschaft? Da habe ich diese beiden Spieler, die mit Stärke 35 gekommen sind. Und ausgeliehen habe ich keinen. Ich habe aber jede Menge. Also ich habe jede Menge. Nee, das ist ja ausgeliehen. Ausgeliehen heißt, dass ich die verliehen habe. Ich habe aber jede Menge Spieler. 1, 2, 3, 4, 5 Spieler geliehen. Okay, die kann ich natürlich nicht verkaufen. Ich kann höchstens die Leihe beenden. So. Das ist erstmal hier. Jetzt kann ich mir noch Berichte anschauen. Na, hier ist so ein bisschen eine Übersicht, das ist auch ganz interessant. Also hier sehe ich erstmal meine Mannschaftsgröße, ne, meinen Durchschnittswert, meinen Gesamtkaderwert. Hier sehe ich so ein bisschen meine Topspieler. Und hier ist auch ganz interessant, hier, dass ich so ein bisschen bekomme, was ist in meinem Kader positiv und was ist negativ. Ne, also durchschnittlich für die Liga, gute Mischung aus jung und erfahren. Ich habe viele junge Spieler in der ersten Mannschaft. Der Kader hat eine überschaubare Größe. Ich würde ihn eher so noch verkleinern um ein, zwei Leute. Verteidigung ist eine Stärke, viel Qualität im Angriff. So, und ich habe natürlich, klar, ganz klar, zu viele Torhüter. Ich habe viele Verteidiger, das habe ich ja eben schon selber schon angesprochen. Und fehlende Tiefe im Mittelfeld. Das heißt, hier brauche ich noch ein bisschen einen Ergänzungsspieler oder vielleicht noch irgendwie noch einen weiteren. Und ich habe zu viele Angreifer. Okay, für das System, was ich wahrscheinlich spiele. Gut, dann schauen wir doch nochmal hier ganz kurz in die Mannschaft. Ich würde auf jeden Fall noch einen Spieler, einen loswerden wollen. Ja, ein Torwart. Das Problem ist, ich kann die Leihe beenden. Ich versuche mal den Torwart, den er gerade geholt hat, den noch loszuwerden. Ja, den kann man auch auf die Transferliste setzen. Da werde ich natürlich nichts für kriegen. Ja. 1000 Euro vielleicht, wenn überhaupt. Okay, dann hätte ich aber nur noch drei. Oben den kann ich nicht verkaufen. Die beiden sind Laie, die kann ich auch nicht verkaufen. Das heißt,
Einen anderen Torwart zu holen, die Saison wird gar nicht so einfach. Das ist schon mal so ein bisschen schlecht. So, Verteidiger. Muss man auch noch mal gucken, wer hat denn hier noch Potenzial? Muss man vielleicht gleich noch ein bisschen der Aufstellung müssen gucken. Hier ist mit 19, okay. Schauen wir erstmal beim Trainer. Beim Trainer gibt es, das ist das, was ich auch schon meinte, ich habe schon eine gewisse Erfahrung als Trainer gesammelt, habe also schon ein paar andere Spiele hier gemacht, ein paar andere Mannschaften trainiert und habe schon Erfahrung gesammelt. Wenn ich so ein Level steige, dann kann ich hier meine Erfahrungspunkte in gewisse Boni investieren. Das kann man sich mal in Ruhe anschauen. Muss jeder selber wissen, was er da so ein bisschen macht, aber im Endeffekt hatte ich so viele Punkte, ich konnte einfach alles hier investieren irgendwo. Hier gibt es noch Attribute. Da muss man, also ich habe jetzt auf jeden Fall so ein bisschen, da ich gerne aufbaue, habe ich auf jeden Fall viel ins Trainieren investiert. Ja, Spielerführung ist jetzt nicht so, dass die halt ihren Wechsel, dass die nicht so oft wechseln. Also ein bisschen Fitnesstraining noch. Ja, dann hier ein bisschen, dass wir im Gehalt runterbleiben. Sponsoring so ein bisschen Geld verdienen, Fanartikel ein bisschen mehr verdienen. Das habe ich halt investiert. Wo ihr das investiert, müsst ihr selber wissen, ob ihr eher so ein bisschen ja, den schnellen Erfolg wollt, ob ihr ein bisschen was aufbauen wollt. Das muss jeder selber wissen. So, dann habe ich hier oben noch ganz wichtig noch den Vorstand. Da sehe ich erstmal so, sagen die Zufriedenheit des Vorstands, Zufriedenheit der Fans. Ist ja noch nichts passiert, deswegen ist das neutral so ein bisschen. So, und jetzt sehe ich hier meine Ziele, meine Saisonziele. Das sind einmal Saisonziele und das sind langfristige Ziele. So, das passt ja schon wieder super hier zu der Anforderung, wie ich den Club übernommen habe. Steigen Sie aus der Liga auf. Das heißt, ich soll diese Saison aufsteigen. Aber wie ich den Club übernommen habe, war ganz klar das Saisonziel, ich soll mich im Mittelfeld festsetzen, so ungefähr. Na gut, aktualisieren Sie die Clubzone. Das ist relativ einfach, kann ich gleich zeigen. Das geht ziemlich schnell. Dann habe ich halt sozusagen ein Ziel erreicht. Und dann habe ich hier schon mal beim Vorstand so ein bisschen Stein im Brett und werde nicht so schnell gefeuert, wenn ich halt Misserfolg habe. So, steigern Sie den Wert des Clubs über 19 Millionen und halten Sie diesen aufrecht. Im Moment habe ich 17,5 Millionen. Das kann man auch schaffen, wenn man halt ein paar Spieler holt, die so ein bisschen was wert sind. Kann ich gleich nochmal, komme ich, gehe ich gleich nochmal auf ein. Sondern das sind langfristige Ziele. Also das ist mal für eine Saison hier gerechnet. Das sind langfristige Ziele. Warum jetzt hier oben keins ist, keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall schon erreicht, aber keine Ahnung. Aber normalerweise steht hier auch eins. Erhöhen Sie den Wert Ihres Teams auf 21,5 Millionen. Im Moment bin ich bei 17,5, aber da habe ich halt entsprechend länger Zeit für. So, steigern Sie den Wert des Clubs auf. Das sind ja, also hier ist auf jeden Fall irgendwie ein Bug. Normalerweise sind hier drei verschiedene Ziele drin. Aber gut, die habe ich dann relativ schnell auch erreicht. Das habe ich sowieso Ende der Saison erreicht. Und das hier, vielleicht schaffen wir es ja auch auf 21,5. Muss man sehen. Hier kann ich theoretisch auf Stellenangebote, wenn ich halt andere Vereine zu anderen Vereinen wechseln möchte. Und hier oben habe ich halt noch ein paar Statistiken. Ist natürlich alles noch leer. So, hier sehe ich meinen Spielplan. Da sehe ich, das sind erstmal meine nächsten Spiele. Und das ist sozusagen wie so ein Monatskalender, wo ich jetzt hier wechseln kann. So, und jetzt erstmal, gerade wo ich am Anfang eigentlich kein Geld habe, ganz, ganz wichtig. Jetzt ist hier automatisch, sind hier drei Freundschaftsspiele arrangiert schon. Die sind schon fest drin. Und ich sehe gegen Magdeburg, gegen Kiel und gegen Bielefeld. So, aber das sind auch noch alles drei Auswärtsspiele. An einem Auswärtsspiel verdiene ich keinen einzigen Euro. Verdiene ich beim Freundschaftsspiel nichts dran. Ich verdiene beim Freundschaftsspiel nur an einem Heimspiel. Und das dann auch die Zuschauereinnahmen zu 100%. Ist so ein bisschen seltsam hier im Spiel, ist aber halt so geregelt. Das heißt, bei den drei Auswärtsspielen habe ich natürlich so ein bisschen die Mannschaft erwähnt, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Spielpraxis. Aber ich verdiene hier keinen einzigen Euro dran. Das heißt, ich mache Folgendes: Ich mache diese Spiele einfach weg. Ich sag die alle ab. Jetzt wäre mein nächstes Spiel halt das erste Ligaspiel. Aber ich sehe, kann jetzt hier ganz viele Freundschaftsspiele organisieren. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich mache jetzt ein Testspiel vereinbaren. Jetzt kann ich mir eine Mannschaft aussuchen. Und dann suche ich mir, ich bin Drittligist. Jetzt kann ich natürlich theoretisch jemanden aus der dritten Liga nehmen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Spiel gewinne, natürlich sehr hoch. Oder zumindest ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit sehr gut, dass ich das Spiel gewinne.
Aber wenn ich jetzt nur einen Drittligisten zu Hause mir als Gegner hole, sind natürlich auch wenig Einnahmen da. Dann kommen da vielleicht, ich habe ein Stadion von 12.000, dann kommen da vielleicht 2.000, 3.000 hin. Wenn ich mir aber jetzt einen Top-Verein aus der Bundesliga nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass das Stadion auch sehr gut gefüllt ist. Vielleicht nicht ausverkauft, aber gut gefüllt. Und wenn ich jetzt sogar Folgendes noch mache, wenn ich jetzt sogar aus England oder Spanien oder woanders, aus Italien, einen Top-Verein nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch viel größer. Hier sieht man so ein bisschen das Gesamtpotenzial, wie zum Beispiel Bayern hat hier, ne, eine etwas bessere Stärke. Das sagt auch so ein bisschen aus, grob die Richtung, wo geht's hin mit den Zuschauern? Natürlich ein Lokalrivale oder sowas oder ein Erzrivale, der gibt noch natürlich mal extra Einnahmen. Ich mache jetzt mal Folgendes, ich sage zum Beispiel mal Spanien und wähle einfach mal Barcelona aus. Da weiß ich, die sind hier von der Stärke sehr gut. Ich kann auch Real Madrid mal nehmen. Die sind von der Stärke sogar noch besser. Ich wähle die mal aus und guck mal, ob die mit mir ein Freundschaftsspiel machen möchten. Dann sage ich, sehe ich erstmal, ja, Real Madrid, Freundschaftsspiel, super, das klappt. Jetzt gucke ich aber hier, okay, Real Madrid, da steht aber ein A dahinter. Das heißt, das ist auswärts. Das heißt, ich würde gegen Real Madrid spielen, kriegt wahrscheinlich ordentlich einen auf die Mütze, aber ich habe noch nicht mal 1 € für die daran verdient. Das heißt, solange hier ein A steht, mache ich Folgendes, breche ich das einfach wieder ab, nehme ich das weg und nehme jetzt einfach, ich gehe nochmal auf Spanien und so jetzt mal Barcelona aus. Mal schauen, ob die wollen auch ein Auswärtsspiel haben. Also jetzt zumindest an diesem Termin. Es kann sein, dass die anderen Termine ein Heimspiel haben wollen, also für mich ein Heimspiel haben wollen. Nehme ich auch weg. Machen wir anderes. Machen wir einfach mal ein Freundschaftsspiel gegen Bayern. Gucken wir mal, was Bayern sagt. Bayern will auch ein Auswärtsspiel. Also an diesem Termin wollen die alle bisher ein Auswärtsspiel machen. Gehen wir mal nach England. Nehmen wir mal Chelsea. Oder sagen wir mal Liverpool. Die haben viele Fans. Liverpool will ein Heimspiel. Also, dass ich ein Heimspiel habe. Das bedeutet das. Ich habe ein Heimspiel gegen Liverpool. Das heißt, also im Grunde sogar morgen, weil heute ist der Freitag. Morgen haben wir jetzt mal ganz kurzfristig ein Freundschaftsspiel organisiert gegen Liverpool zu Hause. So, jetzt kann ich natürlich theoretisch, wenn ich viel Geld verdienen möchte, mir alle Tage hier vollhauen. Aber ganz klar, die Fitness, die geht bei 7 Spielen innerhalb von 4 Wochen oder noch mehr sogar nachher, die geht dermaßen in den Keller, dass ich beim Saisonstart nicht wirklich fit bin. Deswegen, wenn man wirklich Geld, viel Geld braucht, macht es Sinn, hier viele Spiele zu organisieren. Aber ich rate jetzt erstmal dazu, lieber nur eins pro Woche zu machen. So, jetzt mache ich dasselbe wie eben. Ich gehe einfach nach Spanien und versuche es mal mit Barcelona. Und Barcelona will immer noch ein Auswärtsspiel haben. Also für mich auswärts. Gehen wir mal nach Madrid. Gucken da nochmal. So, und jetzt habe ich ein Heimspiel gegen Madrid. Das mache ich jetzt einfach noch weiter so. Gucken wir mal Bayern nochmal. Die haben auch mal viele Fans mit. Ja, da habe ich schon gegen Bayern ein Spiel. So, dann machen wir dasselbe nochmal mit England hier. Gucken wir mal Chelsea zum Beispiel. Ja, Chelsea hat auch Heimspiel gegen mich jetzt. Das hier ist der Supercup. Da ich natürlich dritten Liga nicht im Supercup spiele, interessiert mich das hier nicht. Genauso wie Champions League, Euro League interessiert mich im Moment natürlich überhaupt nicht. Also kann ich hier weiter Spiele vereinbaren. Gucken wir mal, vielleicht noch irgendwas aus Italien. Wie sieht es mit Juve aus? Juve muss ich hier gucken. Auch ein Heimspiel. So, jetzt sehe ich Heimspiel, 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 Heimspiel. Das heißt, ich habe jetzt 5 Heimspiele, wo ich ordentlich Geld verdiene. Hab natürlich Gegner, wo ich sehr wahrscheinlich alle 5 Spiele verlieren werde. Aber es geht hier erstmal ums Geld verdienen, dass ich hier so ein bisschen noch was in Reserve habe. Ich gehe mal einen Monat weiter, dann sehe ich, ne, eine Woche nach dem Juve-Spiel geht es dann los mit dem Hallischen FC. Ne, ich könnte, wie gesagt, hier auch noch Spiele nehmen, aber mir ist das dann, der Fitnessverlust ist mir zu hoch. Man kann das machen, wie man möchte. So, jetzt sehe ich, gehe ich mal auf die Finanzen. Hier sieht man im Moment, ne, der Verein hat im Moment die Saison, ja, diese 94, 95.000. Und die Prognose liegt im Moment bei 2,5 Millionen Minus. Lasst euch davon nicht verunsichern. Das wird sich nachher während der Saison noch so oft ändern. Ne? Also hier sieht man auch so ein bisschen, Prognose ist auch im Moment im Minus. Aber sobald ich jetzt auch ein paar Spieler verkauft habe, geht auch das Gehalt wieder runter. Ne? Die Spielergehälter gehen dann runter. Also es wird sich nachher noch ein paar Mal ändern. Also man muss ein bisschen hier oben drauf achten, dass man hier nicht ins Minus rutscht und da immer noch ein bisschen Reserve hat, dann klappt es eigentlich ganz gut.
Und ganz wichtig, wenn ich natürlich Ende der Saison noch so 1 bis 1,5 Monate habe, wo ich keine Spiele habe, habe ich natürlich trotzdem Spielergehälter, die ich bezahlen muss. Das muss man ein bisschen mit bedenken. Aber meistens, wenn man hier nicht ins Minus rutscht, dann klappt es eigentlich ganz gut. So, hier kann ich noch Preisgelder verdienen. Klar, ich spiele im DFB-Pokal, kriege ein bisschen was. Ja, hier sieht man noch ein bisschen, ob wie der Vereinsbereich ausgebaut ist. Im Moment noch gar nicht. So, Taktik. Gucken wir nochmal uns die Taktik an. Taktik ist eigentlich ein Thema für ein eigenes Video. Also da kann man stundenlang drüber diskutieren und entweder hat man ein ganz ausgeklügeltes System oder man stellt einfach immer automatisch auf oder hier gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Also angefangen wirklich vom Spielprinzip. Ne, ich kann hier also vordefinierte Spielsysteme spielen oder ich kann mir selber was abspeichern. Also es gibt nicht diese eine überragende Variante, wo ich sage, mach das, stell das ein und du gewinnst jedes Spiel. Ich wäre auch eigentlich ja unrealistisch. Man muss so ein bisschen natürlich gucken, was passt einerseits natürlich zu den Spielern, was passt so ein bisschen zu meiner Situation in der Liga. Bin ich halt eher, ich sag mal, der muss ich so gegen Abschied kämpfen, dann macht es wahrscheinlich eher Sinn, so ein bisschen defensiver zu spielen. Bin ich natürlich da der überragende Meister in der Liga, ganz klar besser als alle anderen, dann kann man sicher auch etwas offensiver spielen. Aber das ist auch das ist kein Patentrezept. Ne? Also man muss also immer ein bisschen schauen, was habe ich für Spieler, was passt das, welches System passt zu mir, wie lasse ich spielen. Ich mache jetzt einfach mal, ich sehe ja schon hier, die sind aufgestellt, ich gehe einfach mal auf automatisch aufstellen. Dann sehe ich schon, es passiert ein bisschen was. Ne? Es passiert gar nicht so viel. Ich sehe hier im Endeffekt mein zentrales Mittelfeld ist eigentlich falsch positioniert. Das sieht ich hier an diesen orangenen Namen hier, dass die so eigentlich hinterlegt ist und nicht blau wie bei allen anderen. Das heißt, die sind auf der falschen Position. Wenn ich mir jetzt den zum Beispiel anschaue, dann ist der eigentlich linker Verteidiger mit einem, der kann defensives Mittelfeld spielen. Also deswegen ist der im Mittelfeld zentral falsch. Also eigentlich müsste der hier spielen. Aber dann, wenn ich natürlich jetzt den da spielen lassen, habe ich natürlich ein riesen Loch. Ich könnte ihn hier so zentral spielen lassen. Auf jeden Fall, hier geht's auch noch. Okay, aber der darf nicht so weit vorne spielen. Okay, hier geht's auch noch. So, was heißt er? Er ist auch Verteidiger zentral, defensives Mittelfeld zentral. Das heißt, er könnte auch da spielen. So, wollen wir mal automatisch aufstellen. Sieht man, okay, es hat sich da nichts getan. Ah, hier oben, mein offensives Mittelfeld ist auch falsche Position. Der spielt eigentlich Mittelfeld zentral. Oder auch offensives Mittelfeld zentral. Jetzt kann man natürlich ein bisschen schauen. Okay, was habe ich für Leute? Wo können die spielen? Was macht hier Sinn? Ah, mal gucken, gucken. Könnte ich natürlich auch so spielen lassen. Also ja schon mal nicht. Dann spielt der Holzweiler. Er kann offensives Mittelfeld zentral und rechts, links zentral und Stürmer. Er kann also auch theoretisch auch da spielen. Er kann defensiv Mittelfeld rechts, offensiv Mittelfeld rechts, offensiv Mittelfeld links. Naja. Na, ideal ist das alles nicht hier. Muss man ein bisschen ausprobieren. Also im Endeffekt fehlt mir da schon irgendwie ein passender Spieler. Ich werde ja sowieso den einen oder anderen noch verkaufen, dann wird sich das vielleicht sowieso noch ändern. Also man muss ein bisschen schauen, wo passt das alles hin, welches System spiele ich. Aber irgendwie, irgendwas passt hier immer nicht so ganz. So, dann habe ich hier oben noch Spielerrollen. Das heißt, jeder Spieler kann auch, wenn man möchte, eine bestimmte Rolle ausfüllen. Ja, also zum Beispiel, klar, die Außenverteidiger sind jetzt im Endeffekt Außenverteidiger und da sehe ich schon, hier, der ist eigentlich eher Innenverteidiger. Also zumindest die Variante. Eigentlich müsste er Außenverteidiger sein, rein von der Position her. Jetzt kann ich mir ihn aber mal anschauen und er ist Flügelspieler eigentlich. Der ist eigentlich gar nicht Verteidiger. Das heißt, was macht der hier hinten? Ne? Deswegen, der müsste eigentlich eher weiter nach vorne oder nur dahin irgendwo. Vielleicht kann man den Risse tauschen. Aber auch er muss hier ein bisschen außen spielen. Und, ja, vielleicht können wir es ein bisschen so machen. Ja, müssen wir mal schauen. Und dann hier zum Beispiel den Verteidiger.
So könnte man es zum Beispiel aufstellen. So, nochmal zu den Rollen zurück. Ich muss ein bisschen gucken, was haben die Spieler für Eigenschaften. Er ist zum Beispiel Außenverteidiger. Das heißt, macht ganz klar Sinn, dass er auch Außenverteidiger spielt. Ich kann ihn also Innenverteidiger oder Außenverteidiger spielen lassen. Und da er diese Eigenschaft, macht es natürlich das Sinn, das auch zu nutzen. Gucken wir mal hier unten, was ist er? Ist er Außenverteidiger? Er ist Innenverteidiger. Ah, schon mal schlecht. Was mit denen hier? Er ist Allround-Verteidiger, das heißt, er kann innen und außen. Und er ist eher Abräumer. So, das heißt, hier müsste ich umstellen mal auf... Abräumer kann ich eher nur hier hinstellen. Also ich würde dann eher vielleicht... Allround, die beiden vielleicht tauschen. Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Naja, Außenverteidiger, aber warum kann er nicht Innenverteidiger spielen? Wenn er Innenverteidiger ist, spielt er aber rechts. Was ist denn das für eine Logik? Er spielt rechter Verteidiger, ist aber Innenverteidiger. Und hier, wenn ich ihn hier hinstelle, wird er rot, also orange. Naja, gut. Da scheint doch noch das eine oder andere nicht ganz zu passen. So, die Frage ist, ob ich ihn eher als Vorstopper spielen lasse und eher als Abräumer. Ja, die Frage ist, ist Vorstopper und Abräumer ähnlich? Also in dem Spiel hier ähnlich. Der ist übrigens Allround-Verteidiger. Warum tauschen die beiden dann nicht? Macht vielleicht eher Sinn. So, schon Vorstopper. Aber er ist kein Sechser, Achter, Abräumer. Na dann eher Abräumer als Allround-Verteidiger. Abräumer, na klar. Abräumer ist er. Und er ist Allround-Verteidiger. Das heißt, er muss auch noch geändert werden. So, mein Torhüter ist Torhüter. Es gibt auch spieleröffne Torhüter. So, er ist Abräumer. Er ist Vorstopper. Ja, Vorstopper wird es hier nicht geben. Für den Vorstopper müsste es 1 zurückgehen. Da könntest du Vorstopper spielen. Naja, alles noch nicht so ganz... Man sieht, es gibt sehr viele Varianten, was ich hier so alles einstellen kann. Gucken wir mal eben ganz kurz hier noch die anderen vier Flügelspieler, Flügelspieler, Zähne und hängende Spitze. Es ist Flügelspieler, das passt. Handel ist Flügelspieler, das passt auch. Er ist Zähne, das passt. Und er ist hängende Spitze. Spielt eigentlich wahrscheinlich zu weit vorne, aber generell passt das von der Aufteilung da auch. So, soweit erstmal die Grund... Funktionen dazu. Hier oben sehe ich übrigens meine Stimmung im Team. Die ist bei 89. 100 ist das Maximum. Das ist so ein bisschen wie eingespielt sind die Leute. Das sieht man hier natürlich auch an diesen kleinen Zahlen daneben. Hier ist so ein bisschen auch die Moral gerade. Wie ist die Stimmung von dem Spieler? Wir haben immer irgendwelche Befindlichkeiten. Hier zum Beispiel, er ist überhaupt nicht gut drauf. So, jetzt kann ich auf der rechten Seite noch ein bisschen einstellen, okay, wer ist zum Beispiel mein Captain? Ja, ich kann jetzt hier selber einwählen, die Zahl da vorne ist nicht die Trikotnummer, sondern das ist, wie ist die Fähigkeit von dem Spieler? Ja, also in diesem, zum Beispiel als Kapitän. Also Mentor Handle ist 41, wenn ich jetzt mal ein bisschen runter gucke, da gibt es auf jeden Fall Risse zum Beispiel mit 65, oh, das ist auch klar der Beste, das heißt, jetzt im Moment würde ich erstmal sagen, Risse ist ganz klar der Kapitän. So, Elfmeterschütze, wer hat denn hier gute Schussfähigkeiten? Ja, mit 35 ist der schon im Moment der Beste. Freistöße links, Holzweiler, ja. Ist auch oft, dass links und rechts die beiden, also gleich ist, also hier zumindest beim Spiel, von der Stärke. Man kann es natürlich ändern, aber von der Stärke ist meistens, ich nehme jetzt erstmal pauschal die Stärksten, kann man natürlich auch noch ändern. So, dann weiter zum Profikader. Jetzt kann ich hier einstellen, wie ist die Breite. Kann ich die auf schmal stellen oder auf breit stellen oder auch normal. Hier unten sieht man auch so ein bisschen ein Spielfeld. Wenn ich zum Beispiel schmal stelle, bedeutet das, die Spieler spielen eher innen. Das heißt, die gehen eher nach innen als nach außen. Klar, wenn ich es breit stelle, gehen die eher nach außen. Hat folgenden Hintergrund. Wenn ich breit spiele, gehen die Spieler eher nach außen. Wenn meine Spieler aber schon außen sind, entstehen in der Mitte Lücken. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt hier eigentlich im Mittelfeld, ist das gut ausgefüllt. Außer jetzt hier hinten, ganz hinten.
Das heißt, wenn ich jetzt die Spieler auch noch auf schmal stelle, dann spielen die Spieler, die eh schon in der Mitte spielen, auch noch wirklich, die rücken auch noch mehr in die Mitte. Wenn ich aber jetzt Folgendes mache, ich spiele die auf breit, dann lasse ich zum Beispiel diese Spieler eher nach außen gehen. Und diese hier. Na, mein normal, klar, bleiben die so ein bisschen fest auf ihren Positionen. Also wenn ich hier, wie jetzt hier, in der Mitte vom Spielfeld so ein bisschen eher das zentriert habe, dann macht es eher Sinn, die breit spielen zu lassen. Wenn ich natürlich genau überall Außenspieler habe, macht es eher Sinn, die schmal spielen zu lassen. Muss man aber ein bisschen ausprobieren. Mentalität ist natürlich ganz klar, Abwehr, defensiv, normal, offensiv, angriffsstark. Ja, das ist immer so eine schwierige Entscheidung hier bei dem Spiel. Ich habe oft das Spiel echt auf offensiv oder angriffsstark eingestellt und die Spieler schießen einfach keine Tore. Und dann stellt man irgendwie auf defensiv und zack, fallen da Tore. Also es ist manchmal auch unlogisch. Das ist, glaube ich, nicht immer alles erklärbar, wie es halt im Fußball so ist. Ich würde sagen, ich bin eher, wenn man jetzt mal meine Stärke guckt, meine Stärke ist eher auf gar keinen Fall der Torwart. Der ist eher schwach im Gegensatz zum Rest der Mannschaft. Das heißt, ich würde jetzt erstmal sagen, ich stärke meine Defensive, indem ich sozusagen insgesamt etwas defensiver spiele. Das heißt, ich stärke sozusagen etwas die Leute, die da hinten sind. Wenn ich offensiv spiele, stärke ich etwas eher mehr die. Na, dann klar, dann schießen die theoretisch viele Tore, aber die bekommen natürlich hinten noch die Hütte voll. So, Tempo ist so ein bisschen, ich kann langsam, normal oder schnell spielen. Das hat zum Teil zu tun mit der Stimmung im Team. Also einerseits natürlich mit der Schnelligkeit von den Spielern, keine Frage, aber auch so ein bisschen mit der Stimmung im Team. Wenn die Stimmung gut ist, lassen die auch gut den Ball zirkulieren. Das heißt, Tempo ist nicht nur rein vom Laufen, sondern auch, wie lasse ich den Ball laufen. Und wenn ich natürlich jetzt sage, die Stimmung ist gut, das heißt, die Leute sind gut eingespielt, dann kann ich theoretisch auch schnell spielen. Wenn natürlich jetzt hier dieser Wert so um 60 ist, dann würde ich eher sagen, eher langsam spielen lassen. Ich werde es mal probieren. Wie gesagt, es gibt kein Allheilmittel. Es gibt nicht das Patentrezept. Ein bisschen ausprobieren. Kreativität ist so ein bisschen, bin ich diszipliniert, bin ich abenteuerlich, hat vielleicht auch so ein bisschen damit zu tun. Erst natürlich, wie sind meine Spieler technisch? Sind die gut? Sind die eher mittelmäßig? Sind die schlecht? Und wie ist der Gegner? Ne? Bin ich in der Liga eher, also ich stelle die Sachen stelle ich jetzt nicht wirklich jedes Spiel neu ein, hin und wieder ändere ich mal was, aber ich würde jetzt erstmal sagen, ich bin in der Liga erst eher im hinteren Drittel, deswegen mache ich hier eher diszipliniert jetzt im Moment. Kann ich aber auch noch ändern. So, dann sagen wir mal Angriff. Ah, das ist natürlich auch so eine Frage. Passspiel, variabel, kurz, direkt, langer Ball. Langer Ball macht zum Beispiel nur Sinn, wenn ich spieleröffnende Verteidiger habe. Das heißt, ich habe jetzt einen Allround-Verteidiger. Es gibt aber auch spieleröffnende Verteidiger. Die würden dann einen langen Ball auf die Stürmer oder aufs offensive Mittelfeld rüberspielen. Aber da ich die nicht habe, machen die langen Bälle eigentlich keinen Sinn. Kurz ist halt die Frage, dann habe ich ein schönes Kurzpassspiel. Ich lasse es erstmal auf variabel, muss man ausprobieren. Offensivstil ist halt eher, komme ich über außen, komme ich über eine Außenbahn eher, habe ich da ein Übergewicht, habe ich da einen besonders starken Spieler, wie zum Beispiel jetzt hier, theoretisch, der Risse ist natürlich etwas besser als der Handle. Oder komme ich eher durch die Mitte? Bei vier offensiven Leuten hier, ich lasse es erstmal so, wie es ist, auf variabel. Breites Spiel ist auch eher spiele ich eher über die Flügel. Ich habe jetzt nicht diese klassischen Flügelspieler hier ganz außen, also hier so ganz außen. Na, das sind eher so die klassischen Flügelspieler. Die habe ich jetzt eher nicht. Geduldig spielen, naja, ist halt eher so ein bisschen durch die Mitte, ein bisschen abwartend. Und Flanken früh schlagen. Das bedeutet unter anderem auch, dass natürlich hier von diesen Flügelspielern die Flanken halt von hier aus zum theoretisch, weil es ziemlich früh reinkommt. Dann macht es eher Sinn, wenn ich hier in der Mitte einen Zielspieler habe oder zwei sogar vielleicht. Dann würde das eher Sinn machen. Genauso gibt es natürlich auch die Variante, ich lasse hier zwei Stürmer spielen, die aber jeweils mit dem
Also hier sozusagen auf der rechten Seite einen Rechtsfuß und auf der linken Seite einen Linksfuß spielen. Das sind alles so taktische Kniffe, Varianten. Na, muss man ausprobieren. Also ich lasse das jetzt erstmal alles auf Variable stehen. Hier unten sehe ich auch so ein bisschen, was halt passiert. Bei der Verteidigung muss ich halt ein bisschen gucken. Pressing ist halt die Sache, wo will ich pressen? Möchte ich im Grunde im eigenen, also im gesamten Spielfeld, in der eigenen Hälfte oder nur sogar nur im eigenen Strafraum? Ist natürlich so ein bisschen, wo fange ich mein Pressing an, bis wo lasse ich den Spieler, den Gegner spielen? Hängt natürlich einerseits vom Können der eigenen Spieler ab, aber auch, es beeinflusst natürlich auch sehr die Fitness, die eigene Fitness. Das heißt, wenn ich das Ganze überall Pressing mache, sind natürlich meine Spieler auch schnell nicht mehr, schnell müde. Das heißt, ich mache das jetzt erstmal auf eigene Hälfte. Zweikampfspiel, Stil, würde ich jetzt mal auf hart setzen. Nicht aggressiv ist mir jetzt zu viel. Und die hintere Linie kann man entweder zurückziehen oder noch hochziehen. Ich lasse die jetzt mal auf normal stehen in dem Fall. So viel erstmal generell. Hier oben kann ich mir noch den Gegner angucken. Ja, ne, da sehe ich jetzt natürlich jetzt hier Liverpool. Die werden mich hier in Grund und Boden spielen, natürlich allein von der Stärke her. Aber ist jetzt hier beim Freundschaftsspiel auch erstmal furchtbar egal. Hier kann ich mir natürlich noch die Liga anschauen, Pokal, Euro, also Champions League, Euro League und so weiter. So, ich gehe noch ganz kurz auf die Transfers ein. Genau, machen wir dann ganz kurz noch die Transfers und dann komme ich vielleicht in einem zweiten Video, kann ich noch mal ein paar Tipps und Tricks noch geben. Es macht, wenn ich kein Geld habe oder wenig Geld habe, macht es immer Sinn, hier bei den Spielern auf nach vereinslosen Spielern zu suchen. Ich kann jetzt einfach mal sagen, ja, ich suche jetzt eine bestimmte Position. Torwart macht bei mir jetzt eher keinen Sinn. Was weiß ich brauche jetzt noch einen Mittelfeldspieler. Zum Beispiel hier den linkes offensives oder Mittelfeld links. Einfach da in deiner Richtung suche ich noch irgendwas. Wobei in dem Moment bei, ich gucke nochmal lieber zur Sicherheit nochmal eben nach. Mir fehlt hier eher hier der offensives Mittelfeld rechts oder auch rechtes Mittelfeld. Der Spieler fehlte mir eher so nochmal oder wobei ich verteidige rechts. Sagen wir mal Verteidiger rechts hier. Aber ich habe genug Verteidiger eigentlich. Ja, Verteidiger, ein rechter Verteidiger fehlt mir, weil der mit 49 ist der schlechteste. Den Torwart ist halt schwer zu ersetzen, weil ich da so viele schon habe. Suchen wir mal nach dem rechten Verteidiger. Das heißt, ich nehme die beiden nochmal weg und suche nach einem rechten Verteidiger. So, jetzt kann ich hier noch verschiedene Werte eingeben. Ich sag mal Alter, ich möchte einen nicht zu alten. Ich kann natürlich auch noch weiter runtergehen. So, und den Wert. Ich habe im Moment 900, also knapp 1 Million. Das heißt, ich gehe auch mal so bis zum Maximalwert von 1 Million, sagen wir mal. So, und wichtig ist hier vereinslos. Ich kann natürlich noch Land, Nationalität und so weiter aussuchen. Interessiert kann man vielleicht auf Ja stellen, ob die auch wirklich zu einem wechseln möchten. Und wenn ich jetzt auf Suchen gehe, dann habe ich hier, wenn ich das mal nach Stärke sortiere, also so rum, dann habe ich hier einige Spieler, die ja zu mir wechseln würden, die Position erfüllen. Und hier sehe ich im Endeffekt, was die für einen Marktwert haben. Da das aber vereinslose Spieler sind, bekomme ich die unter dem Marktwert. Ich bekomme die aber auch nicht komplett kostenlos. Das muss mir klar sein. Ich nehme einfach mal den ersten hier, der hat also einen Marktwert von 1 Million. Das ist also der Marktwert. Jetzt kann ich hier auf Vertrag gehen. Da sehe ich, was der ungefähr verdienen würde. 3.355, das müsste ich gleich mit einem meiner anderen Spieler nochmal vergleichen. So, und ich habe hier der würde für die Untervertragnahme eine Gebühr, also im Endeffekt ein Handgeld, von knapp 260.000 Euro bekommen oder fordern. Das bedeutet, ich bekomme einen Spieler, der ungefähr 1 Million Euro wert ist, für die Ablöse, also für das Handgeld, also im Endeffekt ist es keine Ablöse, es ist ein Handgeld von 260.000. Das heißt, wenn ich den Spieler jetzt theoretisch nach einem Jahr für 1 Million verkaufe, habe ich ungefähr, sagen wir mal, 2/3 Gewinn gemacht. Ah, etwas mehr sogar. Das heißt, das ist so ein bisschen, was ich daran verdienen kann. Natürlich, klar, Gehalt muss man mitrechnen. Der Spieler kann natürlich noch steigen, der kann natürlich auch theoretisch auch schlechter werden. Aber das ist so ein bisschen bei den vertragslosen oder vereinslosen Spielern. Also ich kaufe einen für ein Handgeld ein, das noch nicht mal die Hälfte vom Marktwert ist, eher drunter, und kann den natürlich irgendwann wieder teuer verkaufen.
Ich kann ihm jetzt hier theoretisch ein Angebot, einen Vertrag anbieten. Ich kann ihm sagen, du bist Spieler der ersten Mannschaft oder Schlüsselspieler oder Auswechselspieler und kann ihm jetzt hier einen Vertrag anbieten. Man sieht auch, oben, je nachdem wie die Vertragslaufzeit ist, wird das Gehalt pro Woche steigt dann auch. Ja, natürlich, theoretisch steigt dann auch dessen Ablösesumme. Also die Ablösesumme ist jetzt, kann natürlich auch dann nochmal steigen, weil der Vertrag halt länger dauert. Ja, so wäre halt das Handgeld hier. Meistens die vertragslosen oder die vereinslosen Spieler, wenn das Gehalt hier stimmt, wenn ich natürlich jetzt nicht unter dem Gehalt liege, die sagen immer sofort zu. Das heißt, wenn ich jetzt hier theoretisch, wir können es ja einfach mal machen, aber das ist ein. Das ist aber eigentlich eher ein defensives Mittelfeld rechts. Also der Spieler ist jetzt nicht so. Naja gut, wir können ihn ja mal kaufen. Ah, eher nicht. Der Spieler, dem würde ich jetzt zum Beispiel genau diese Summe geben oder vielleicht noch 5 Euro mehr. Das heißt 3.800. Ne, wenn ich jetzt 3.800 dem gebe und Aktionen hier das bestätige, würde der innerhalb von 2, 3 Tagen wäre der Spieler bei mir. Wenn ich natürlich jetzt sparen will und gebe dem jetzt theoretisch hier nur 3.600, dann wird der sehr wahrscheinlich ablehnen. Also das muss man sich im Klaren sein, das, was die da fordern, gerade bei den Vereinslosen, das sollte man denen auch geben, sonst kommen die auf keinen Fall. Aber man kann halt hier mit dem Marktwert, mit dem Transfererlös auf jeden Fall arbeiten. Wichtig ist vielleicht noch, man sieht hier nicht, was hat, man sieht nur, was hat der für eine Stärke. Man sieht aber nicht, was hat der für ein Potenzial. Geht der noch weiter hoch? Ist der im Grunde schon auf seinem Zenit oder hat er seinen Zenit sogar schon überschritten? Und da kann ich Folgendes machen: Ich kann hier auf Scouting-Bericht gehen und kann sagen, ich habe ja einen freien Scout, ich kann ihm eine Anfrage schicken. Das dauert dann eigentlich ein paar Tage, dann kriege ich eine Antwort. Aber dieser vereinslose Spieler bleibt im Grunde so lange vereinslos, bis ich irgendwann sage, okay, den will ich haben. Das ist im Grunde mit allen vereinslosen Spielern. Ich kann hier natürlich auch, wenn ich jetzt, ich werde da auch noch welche finden, die noch höher sind. Ich kann also hier auch hier die, den Marktwert erhöhen. Ich kann dann zum Beispiel sagen, such mir auch welche bis 2 Millionen. Vielleicht habe ich ja jetzt schon bessere bei. Nee, noch nicht. Ich kann natürlich auch die Position ändern. Kann sagen, okay, such mal generell nach allen. Dann finde ich hier schon welche, die 56. Und ich werde auch noch welche, wenn ich noch das älter stelle oder noch höher stelle. Marktwert. So, also vereinslose Spieler gibt es immer. Ist halt nur die Frage, was kosten die? Hier sieht man, das sind auch welche mit Stärke 60. Und theoretisch, wenn der ist 2,25 Millionen kostet, der ist der, hat er einen Marktwert und wenn ich den Vertrag anbiete, zahle ich ein bisschen mehr als eine halbe Million. Also da kann ich auf jeden Fall Geld sparen und nachher bei den Transfers, wenn ich den irgendwann wieder verkaufe, habe ich meistens auch einen guten Gewinn. So kann ich halt Geld verdienen hier im Musik. Also gerade am Anfang, wenn ich einen Verein aufbaue, ist halt Einkauf, Verkauf ist wirklich der große Gewinn zu machen. So viel erstmal zu den zum ersten zu den ersten Voreinstellungen. Hier unten gibt es noch ein paar andere Sachen, Scouting, Jugendspieler, das gehe ich aber im nächsten Video mal genau ein. Auch so ein bisschen Tipps und Tricks noch, was man sonst noch so machen kann, was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Fürs Erste würde ich sagen, das reicht erstmal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.